Jesus sagt, Gerechtigkeit kommt, denn ich stelle das System auf den Kopf. 29. Juli 2018. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann: Menschen meines Herzens, kostbare Herzbewohner, mein Herz ist zerrissen von den Spannungen zu dieser Stunde. Die Unschuldigen, die gefoltert und getötet werden im Kinderhandel, die Provokationen, um einen Krieg in Gang zu setzen, die Vergasung unschuldiger Opfer, das Schüren von Unruhen, die auf Lügen und Fehlinformationen basieren, oh, die Liste ist endlos. Diejenigen, die die Wahrheit kennen, werden verspottet und herabgestuft. Und doch wacht Amerika auf. Ihre Gebete waren bis jetzt nicht umsonst. Die Massenmedien verlieren an Einfluss und Glaubwürdigkeit bei den intelligenten Menschen. Und diejenigen, die in der Welt gefangen sind, beginnen zuzuhören. Die Ereignisse, die ich für die kommenden Monate geplant habe, werden eine Krise nach der anderen mit sich bringen. Aber nichts, was ihr und ich nicht gemeinsam bewältigen könnten. Habt keine Angst um euer Leben, eure Ersparnisse oder sonst etwas. Seid euch bewusst, dass meine Hand hinter diesen Veränderungen steckt, die ihr seht. Ich stelle das System auf den Kopf und schüttle die Korruption ans Licht, wo sie alle sehen und nicht länger leugnen können. Ich habe alles unter Kontrolle und eure Sicherheit liegt in meinen Händen. Ihr werdet Umwälzungen im Justizsystem und in allen Sektoren des Kongresses und Senats erleben, einschließlich eurer lokalen Behörden. Denn ich lockere den Würgegriff eines korrupten Netzwerks, das sich sogar bis in die Tiefen der Hölle erstreckt. Ich durchtrenne die Fesseln und befreie die Unschuldigen. Seid euch bewusst, meine Leute, dass der ganze Himmel eure Sorge und euren Kummer um diese Welt teilt. Alle stehen geschlossen hinter dem Vater und mir. Alle bereiten sich auf ihre verschiedenen Aufgaben auf der Erde vor. Denn ich stationiere meine Engel in kritischen Bereichen eures Rechtssystems, um dafür zu sorgen, dass die faulen Eier aussortiert und entfernt werden. Um dafür zu sorgen, dass sich nicht die Tore der Bevorzugung, sondern die Tore der Gerechtigkeit öffnen für die kleinsten meiner Leute. Es ist wahr, dass die Schluchzer der Kleinsten von meinen Schluchzern übertönt wurden. Und deshalb habe ich meine Braut an meine Seite gerufen. Nicht nur, um auf der Erde zu kämpfen, sondern um mich in meinem tiefen Schmerz zu trösten. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Ich erhebe mich mit meiner Kirche und trete in den geistigen Kampf ein, um die Korruption zu beseitigen und sie durch meine eigene Wahl zu ersetzen. Steht hinter eurem Präsidenten, Trump, und sorgt dafür, dass ihr ihn mit eurer Stimme unterstützt. Es spielt keine Rolle, dass es in seiner Partei einige gibt, die korrupt sind. Wenn ihr jene Partei ins Amt wählt, werdet ihr sehen, wie sie mit der Zeit durch Gerechte ersetzt werden. Wenn ihr jedoch gegen jene Partei stimmt, wird es ständig Streit geben, da der Geist Ismaels durch seine Gegner wirkt. Ich war besorgt, weil unsere Fürbitter Syrien, die Türkei und Israel angesprochen hatten. Ich fragte den Herrn, was dort vor sich geht. Und sofort war ich bei ihm im Geist über den Grenzen. Und Jesus sagte:
Es ist ein Pulverfass entlang der syrisch-israelischen Grenze. Die Dämonen stacheln die Soldaten auf beiden Seiten an. Aber meine Engel patrouillieren und beschwichtigen den Zwist. Es herrscht sogar eine gewisse Kameradschaft unter ihnen. Sie sind alle müde und wollen nach Hause. Es war eine sehr lange Zeit für die meisten von ihnen. Der tiefe Staat hofft, einen voll ausgewachsenen Krieg beginnen zu können. Ich halte ihn zurück, Claire. Jeder Mensch hat ein Gewissen, das beunruhigt ist, wie die Dinge jetzt stehen. Nicht nur, weil sie Feinde sein sollten, sondern weil sie das Gefühl haben, dass Krieg sinnlos ist und nur in einer Tragödie endet. Sie haben genug davon. Doch Satan reizt sie und stachelt sie weiter an. Dennoch werden die Regierenden entscheiden, wie es weitergeht. Und wie froh ich bin, dass ihr alle betet. Der Krieg ist sinnlos und viele dieser Männer fühlen sich wie Schachfiguren in der Hand eines Politikers, der mit ihnen spielt. Ja, die religiösen Führer füttern sie ständig mit Hass. Aber etwas in ihrem Innern, ihre Menschlichkeit, regt sich und ruft nach einem Ende dieses Krieges. Niemand will diesen Krieg, außer jenen, die Welt beherrschen wollen. Die Männer sind müde, hungrig und vermissen ihre Familien. Der Hass hat sie zermürbt und immer noch ist keine Befriedigung und kein Ende in Sicht. Es zieht sich einfach so dahin. Ich trauere ununterbrochen über den sinnlosen Verlust von Menschenleben zwischen diesen Nationen, und doch steht es nicht geschrieben, dass sie ständig mit allen im Streit liegen werden und immer wieder Kämpfe anzetteln? Das ist Satans Fleck auf ihren Seelen, wie ein Muttermal von Hagar, das an die gesamte arabische Welt weitergegeben wurde. Wenn eine dieser Seelen ihr Leben mir schenkt, wird dieser Makel für immer entfernt. Und statt Krieger zu sein, werden sie Liebende. Und zwar leidenschaftliche Liebhaber auf die beste und reinste Weise. Wenn sie die Wege des Friedens lernen, wollen sie nichts mehr mit ihrem früheren Leben zu tun haben, das von ständigem Streit und Unruhe geprägt war. Immer streiten sie, immer widersprechen sie. Immer stacheln sie an. Stattdessen wird ihr Banner zu einem Banner des Friedens und der Liebe werden. Mein Brüllen voller Gerechtigkeit kommt jetzt mit seiner nächsten Welle. Was meiner letzten Welle widerstehen konnte, wird dieser Welle nicht widerstehen können. Ich komme stärker, härter und höher. Und es wird zerstörerisch sein. Es gibt keinen Berg, den ich nicht erklimme, und keine Mauer, die ich nicht einreiße, um diejenigen zu retten, die meine Gerechtigkeit brauchen. Ich warte und warte und warte, weil ich mich mit meinen Leuten erheben will. Es kommt jedoch eine Zeit, wo ich mich nicht länger zurückhalten kann, und diese Zeit ist jetzt gekommen. Ich komme herein wie ein purpurroter Gezeiten-Tsunami. Und ich werde größer sein als jeder menschliche oder dämonische Widerstand. Ihr werdet sehen, wie ich über diejenigen lache, die sich gegen mich verschwören. Enthüllungen, Enthüllungen, Enthüllungen. Ich werde das Wurzelwerk der tiefen Finsternis freilegen. Ich werde den Unantastbaren der Sexhandelsindustrie den Mantel vom Leib reißen. Ich werde meinen unerbittlichen Scheinwerfer auf jeden pädophilen Ring auf diesem Planeten richten, ja, auf jeden pädophilen Ring. Die tiefere Finsternis hat die geringere Finsternis ermöglicht und ich bin dabei, die tiefere Finsternis zu entlarven. Ich komme in Wellen, denn wenn ich das, was ich schlussendlich entwurzle, alles auf einmal tun würde, wäre das nicht nur störend, sondern katastrophal.
Seid jedoch versichert, dass meine Wellen der Gerechtigkeit nicht aufhören werden, bis ich die Richtung eurer Nation und die Richtung der Welt geändert habe. Dies ist jetzt meine Zeit und ich lasse mich nicht aufhalten. Ich habe vorherbestimmt, dass dies die Zeit ist, in der ich die Nationen mit ihren für sie festgelegten Bestimmungen verfolge. Ihr werdet dies mit mir tun. Wir fangen gerade erst an. Ich beginne und zerschlage die Ringe der Finsternis in eurem Justizsystem. Ich zerschlage die Ringe der Finsternis in Hollywood. Ich zerschlage die Ringe der Finsternis in DC. Ich zerschlage die Ringe der Finsternis in dem, was man meine Kirche nennt. Ich zerschlage die Ringe der Finsternis in den Medien. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Das ist mein gegenwärtiger Ruf. Meine Gerechtigkeit kommt, damit die Geringsten unter ihnen Barmherzigkeit und Liebe erfahren können. Ich habe die Schreie meiner Kleinen gehört und ihr Schluchzen wurde von meinem Schluchzen übertönt. Das nun ein Gebrüll der Gerechtigkeit aus meinem Innern hervorgerufen hat. Ihr habt gewusst, dass die Schale eurer Tränen überfließt und ich darauf reagiere. Aber es gibt auch die Schale meiner Tränen, die überfließt und sie verlangt eine Reaktion. Diese Zeit ist jetzt und die Reaktion ist ein Brüllen, welches eine Welle der Gerechtigkeit auslöst. Haltet euch an mir fest, denn die Enthüllungen werden alles zu bedrohen scheinen. Haltet euch an mir fest und fühlt meine Sicherheit und meine Geborgenheit. Oder haltet euch an eurer politischen Partei, eurer Konfession, euren Lieblingsfiguren in der Öffentlichkeit oder euren Lieblingsvermutungen fest und ihr werdet zittern, schwanken und taumeln. Bringt stattdessen eure Anbetung und euer Lob auf eine andere Ebene und dies wird euer Herz absichern. Setzt euer Vertrauen in mich, ich komme euch zu Hilfe und das werdet ihr in den kommenden Tagen besser verstehen. Die Nationen toben und die Bösen schmieden Pläne gegen mich, gegen jene, die mir gehören und gegen meine Rolle für die Nationen. Aber ich lache über sie, denn ich bin ihnen 10 Schritte voraus. Die Hamane werden an ihrem eigenen Galgenstrick hängen. Die Goliathe werden mit ihrem eigenen Schwert enthauptet werden. Die Isabels werden von ihrer eigenen Veranda geworfen werden. Ich sehe Zwietracht unter den gegen mich organisierten Widerstand und sie werden jetzt auseinanderbrechen, kämpfen und sich gegenseitig entlarven. Ich habe Schlüsselpersonen in Machtpositionen gesetzt, angefangen im Weißen Haus, die als Vertreter meiner Gerechtigkeit handeln werden. Denn ich habe Herzen voller Gerechtigkeit unter euch, mit denen ich zusammenarbeite. Ich decke die Ungerechtigkeit in eurem Rechtssystem auf und befähige euch, euer Rechtssystem, das stark beeinträchtigt wurde, zu verbessern. Ihr werdet allmählich fühlen, wie sich eure Atmosphäre verändert, während ich dies tue. Und es wird eurem Herzen Sicherheit schenken. Seid euch bewusst, dass dies nicht der Tag des Feindes ist und auch nicht der Tag, an dem ich für euch komme, sondern der Tag, an dem ich zu euch komme. Wir haben viel gemeinsam zu tun, und die Tage eurer Bestimmung liegen direkt vor euch. Jubelt, jubelt, jubelt.